zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Ich habe sehr, sehr viele Produkte aufgebraucht. Ich habe die alle hier in dieser Kiste drin. Es liegt zwar unten drin noch ein bisschen was anderes, was ich euch nicht zeigen werde, aber es ist sehr viel. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier extra mein Handy, damit ich ein bisschen die Zeit im Blick behalte, dass ich nicht wieder eine halbe, dreiviertel Stunde über irgendwelche aufgebrauchten Produkte laber. Und ja, werde jetzt gleich mal anfangen. Das erste Produkt, das ich hier aufgebraucht habe, ist etwas von Lush. Und zwar war das die Snow Cake Seife. Das ist so eine Cremeseife, die so mit Öl angereichert ist. Ich glaube, da ist werde das jetzt hier nicht vorlesen, weil das auf Englisch ist und das würde wahrscheinlich eh keinen Sinn ergeben. Jedenfalls riecht sie ganz lecker nach Marzipan und die gibt es eigentlich nur zur Weihnachtszeit, aber weil die mir so gut hilft gegen die Neurodermitis, kaufe ich die mir immer im Vorrat, dass ich sie das ganze Jahr über habe. Und ja, jetzt habe ich eben eine noch aufgebraucht und ja, finde die sehr, sehr gut. Wenn ihr Neurodermitis an den Händen habt, dann probiert sie auf jeden Fall mal aus. Das zweite Produkt, das ich aufgebraucht habe, ist eine Cleansing Butter von The Body Shop. Und zwar ist die mit Kamille für alle Hauttypen. Und ja, das ist halt so eine Reinigungsbutter. War okay, fand ich jetzt nicht überragend. Wenn man das benutzt hat, also man gibt sich das einfach nur in die Hand und verreibt es und trägt es dann aufs Gesicht auf. Man hat danach immer noch Make-up-Rückstände. Es entfernt zwar super Augen-Make-up, wobei man da auch mit den, wenn man Kontaktlinsenträger ist, ein bisschen aufpassen muss. Ja, Augen-Make-up ist super, aber so im Gesicht, wenn man Make-up trägt, finde ich, hat man immer noch ein bisschen Rückstände danach. Und man muss auf jeden Fall danach nochmal mit Gesichtswasser, mit Micellenwasser oder was weiß ich, drüber gehen, damit das Gesicht wirklich 100% gereinigt ist. Ist für mich jetzt kein Nachkaufprodukt, muss ich sagen. Dann habe ich eine Haarspülung aufgebraucht von Balea, die Feuchtigkeitsspülung mit Pfirsich und Kokos. Die riecht mehr nach Pfirsich als nach Kokos, finde ich. Ja, ist ein ganz schönes Produkt, pflegt die Haare gut. Man kommt super mit der Haarbürste danach durch. Die Kennbarkeit ist super und von dem her, ja. Ich habe mir schon wieder eine Balea-Spülung nachgekauft, allerdings eine andere Richtung. Danach habe ich noch ein Deo von Balea aufgebraucht und zwar das Antitranspirant Deo Spray Active. Das roch sehr, sehr frisch. Ich fand den Geruch wirklich angenehm und ja, hat ganz gut geschützt eigentlich. Ich habe jetzt nicht gerochen, wenn ich geschwitzt habe, aber es hat auf jeden Fall Aluminium drin, soweit ich das weiß. Ja, zumindest steht jetzt hier nicht aluminiumfrei drauf, doch es steht auch hier hinten Aluminium drauf und ja, viele benutzen es ja nicht. Es soll ja krebserregend sein, aber bei mir zum Beispiel helfen keine Deos, die ohne Aluminium sind. Ich habe dann immer das Gefühl, ich fange an mit Müffeln und das ist sehr, sehr unangenehm, deswegen benutze ich halt dann lieber Deos mit Aluminium. Dann haben wir zum ersten Mal in diesem Video, mal gucken, wie oft es noch kommt, die obligatorische Listerine Mundspülung. Da sage ich jetzt nichts mehr dazu. Ich liebe sie, ich benutze sie immer und von dem her zeige ich sie euch auch immer. Genauso wie meine All-Time Favorite Blendermate Pro Expert Zahnpasta. Die mag ich auch super gerne, macht ein super Reinigungsergebnis. Dann habe ich hier zweimal die Balea Cremeseife mit Kirschblütenduft. Das ist gerade so unsere Liebste. Wenn ich die Lush nicht benutze, benutze ich die. Trocknet, finde ich, die Hände nicht ganz so stark aus und riecht auch sehr, sehr gut. Und ja, wir haben auch schon wieder eine neue im Bad stehen. Dann habe ich hier einmal Wattepads aufgebraucht, beziehungsweise ist das stellvertretend für mehrere Packungen. Ich habe, glaube ich, schon ein oder zwei zwischendrin weggeschmissen. Ich kaufe immer die von Evelyn, weil ich finde, die fusseln nicht so stark und fallen auch nicht auseinander. Bei den Lilibae von Rossmann habe ich manchmal das Problem, dass die mir auseinanderfallen beim Abschminken. Und deswegen kaufe ich immer diese hier nach. Dann habe ich einmal ein Anti-Schuppen-Shampoo aufgebraucht, beziehungsweise hat das mehr mein Freund aufgebraucht als ich.
Und zwar von Ghoul das Anti-Schuppen-Shampoo mit blauem Malve. So sieht es aus. Die Flüssigkeit war auch blau. Ich habe es mir eigentlich gekauft, als ich Anfang des Jahres so Probleme mit der Kopfhaut hatte, weil ich ja gedacht habe, ich hätte einfach nur Schuppen. Das hat es nicht reguliert, muss ich sagen. Also es hat nicht die Schuppenbildung bei mir reduziert. Aber meinem Freund hat es ganz gut geholfen und ja. Ja, ich muss es jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Ist jetzt kein super duper Produkt, wo ich jetzt denken würde, wow, muss ich haben. Dann habe ich noch einmal von Balea den Softölbalsam samtweiche Intensivpflege für sehr trockene Haut aufgebraucht. Das hatte ich jetzt sehr, sehr lange, das Produkt. Ist eigentlich ein ganz schönes Produkt. Es hat einen angenehmen Geruch, also riecht wirklich richtig lecker und ja, hinterlässt allerdings einen Ölfilm auf der Haut. Und manchmal, also jetzt gerade im Sommer, finde ich das super unangenehm, wenn die Haut sich dann noch glitschig anfühlt. Oder wenn ich aus der Badewanne komme und mir eh dann schon warm ist, weil ich bade sehr gerne sehr heiß. Und wenn mir dann eh schon warm ist und ich dann mich eincreme und mich dann glitschig anfühlt, das mag ich einfach nicht. Es zieht langsam ein, meiner Meinung nach. Und ja, muss ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal haben, obwohl es eine wirklich gute Pflegewirkung hat. Dann habe ich ein paar Haarfarben aufgebraucht. Ich weiß gar nicht, ob da noch mehr kommen. Hier habe ich jetzt mal 4 Stück von meiner Liebsten. Das ist die Farbe Granat T868 von Schwarzkopf Brilliance, die Cremeglanztönung. Benutze ich immer, habe ich schon öfters gezeigt und ja, ich liebe sie. Dann kommen wir noch zu einem Päckchen Reinigungstücher von Synergen. Ich hoffe, man spricht es so aus. Das ist die Rossmann Eigenmarke. Und zwar sind die mit Bisabolol, was auch immer das ist. Waren sehr, sehr schöne Tücher. Ich habe die wirklich sehr, sehr gern benutzt. Die waren auch von der Feuchtigkeit her richtig gut. Also die waren nicht zu trocken, nicht zu nass. Haben wirklich alles schön runtergekriegt und schön gereinigt. Bloß leider gibt es die nicht mehr. Das war eine Limited Edition. Und ich hatte jetzt schon andere von Rossmann. Ich weiß gar nicht, die kommen vielleicht noch, die mir nicht so gut gefallen haben. Und ich bin echt traurig, dass die jetzt alle sind. Dann habe ich noch von Kneipp Badekristalle das Rückenwohl mit Teufelskralle aufgebraucht. Es riecht wirklich etwas gesundheitsmäßig so. Wobei ich finde, der Geruch geht noch. Ich habe, glaube ich, gerade eine Fussel eingeatmet. Jedenfalls benutze ich das ganz gerne, wenn ich Rückenschmerzen habe, dass ich mir ein schönes Bad einlasse und das dann dazu tue. Und ich finde, das hilft wirklich. Ich bin eh so ein Mensch, der auf so Sachen wie innere Heilung und keine Ahnung was steht. Also ich finde auch Salbeitee hilft voll super, wenn man krank ist, oder Pfefferminztee oder weiß der Geier was. Und ja, das hilft mir auch sehr gut und habe ich jetzt vor kurzem benutzt. Dann habe ich noch eine Bodybutter von The Body Shop aufgebraucht. Und zwar war die mit, steht hier gar nicht drauf. Die heißt White Music Libertine oder Libertine, ich weiß es nicht genau, wie man es ausspricht. Die hat wirklich sehr, sehr lecker gerochen. Und oh, ich liebe diesen Duft. Und der Duft, der war so intensiv, dass wenn ich mich damit eingecremt habe und danach zum Beispiel meinen Schlafanzug oder Kleidung angezogen habe, die Kleidung hat dann Tage danach immer noch danach gerochen und ich fand das so, so gut. Und ja, mal schauen, ob es die vielleicht noch gibt im Sale oder so, und dann werde ich sie mir nachkaufen. Wobei ich glaube, dass diese Konsistenz von der Pflegewirkung her mir einfach für den Winter vielleicht zu schwach ist. Aber ja, mal gucken. Zur Not hole ich mir ein Backup einfach für nächstes Jahr. Dann habe ich noch ein kleines Deo von Dove Original aufgebraucht. Ja, ich mag eigentlich die Dove Deos auch sehr, sehr gerne. Und kaufe die mir gelegentlich mal. Und ja, das hatte ich mit auf Reisen, als ich auf dem Seminar war. Dann habe ich noch eine Haarkur aufgebracht von Clisco Hair Repair, Million Gloss 10 Tage Glanzkur. Das Zeug war absoluter Mist, ist in meinen Augen keine Nachkaufempfehlung. Es hat die Haare, oder meine Haare zumindest, stumpf gemacht. Sie haben nicht wirklich mehr geglänzt als sonst. Und ich fand auch, dass die Pflegewirkung gleich null war. Ja,
ich kann eigentlich über dieses Produkt nichts Gutes sagen. Die Kennbarkeit war nicht besser. Im Gegenteil, das war wie, als hätte ich gar nichts in meine Haare gemacht. Und ja, ich war sehr, sehr enttäuscht von diesem Produkt. Vor allem, weil das, glaube ich, als Original, ich habe es im Angebot gekauft, aber als Originalpreis hätte es, glaube ich, 6 oder 7 Euro gekostet. Und dafür fand ich das echt ein bisschen heftig. So, dann habe ich noch ein Kosmetikprodukt aufgebraucht, beziehungsweise ein dekoratives Kosmetikprodukt. Und zwar von Astor, das Anti-Shine-Make-up. Mattierend. Das sieht so aus. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das hatte ich jetzt etwas länger. Ja, war eigentlich ein gutes Make-up. Ich kann nichts Schlechtes darüber sagen. Wobei ich jetzt sagen muss, es ist in meinen Augen nicht besser als eins von Catrice, was vielleicht ein bisschen günstiger ist im vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Wobei bei Catrice auch auf jeden Fall mehr drin ist, würde ich sagen. Und von dem her, also ich würde es mir nachkaufen, aber ich habe im Moment eins von Catrice und bin mit dem auch sehr zufrieden und deswegen kaufe ich es erstmal nicht mehr nach. Dann kommen wir noch zu einem Duschgel, wo ich den Rest hier unten irgendwie nicht mehr so richtig rausbekomme. Ich habe das auf den Kopf gestellt, aber hier an dem Rand bleibt das immer hängen und deswegen ist leider noch ein bisschen drin. Und zwar von Yves Rocher, Wet Berry Shower Gel. Hat wirklich sehr, sehr lecker gerochen. Ob es jetzt eine Pflegewirkung hatte, kann ich nicht sagen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich finde, Duschgele sind zum Waschen da und nicht zum Pflegen. Aber es hat wirklich sehr, sehr lecker gerochen und auch sehr natürlich, nicht zu künstlich. Und ja, kann ich euch eigentlich auch nur empfehlen. Dann kommen wir zu einem Shampoo von Sebamed für trockene Haut und zwar das Urea Akut 5% für juckende Kopfhaut und trockenes Haar. War für mich ein absoluter Scheiß, Entschuldigung das Wort, aber ist so. Es hat die juckende Kopfhaut null ins Gleichgewicht gebracht. Also es war dann nach wie vor so, dass ich die Haare gewaschen habe. Und 2 Stunden später hat es wieder angefangen zu jucken. Also es hat absolut keine Wirkung gezeigt in meinen Augen und es hat jetzt auch nichts gegen trockenes Haar gemacht oder sowas. Also für mich ist das absolut keine Nachkaufempfehlung. Ja, die zeige ich nur kurz. Ihr wisst ja Bescheid. Das ist die 2. in diesem Video und ich habe sogar noch die 3. da. Also Mundspülung, gell? Ich habe einen sehr hohen Verbrauch, was das angeht. Wobei mein Freund benutzt sie gelegentlich auch nicht. Dann habe ich einmal noch 160 Wattestäbchen von Evelyn aufgebraucht. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die fallen nicht so auseinander und ja, finde ich eigentlich ganz gut. Dann habe ich noch ein Quick and Clean Waschgel und Peeling in einem von BB aufgebraucht. Das hatte ich jetzt auch ziemlich lange in Benutzung. Weil ich einfach mit diesem Ding nicht warm geworden bin. Ich fand, die Peeling-Wirkung war absolut gleich null. Also es hat peelingtechnisch meiner Haut überhaupt nichts gebracht. Und ich fand, man hat das halt, also das ist halt natürlich ein Gel. Und man trägt es auf die Hand auf, verreibt es ein bisschen und trägt es ins Gesicht auf. Und wenn man es dann versucht abzuwaschen, ist das so richtig so schmierig einfach. Und ich hatte echt Probleme zum Teil, das runterzubekommen aus dem Gesicht und ja, deswegen kaufe ich mir das auf keinen Fall nach. Dann habe ich noch ein Badeprodukt. Und zwar von Dresdner Essenz, das Pflegebad mit Kornblume und Baumwolle. Und ich liebe diesen Duft. Das ist einer meiner Lieblingsdüfte und ich finde es so schade, dass es den nicht mehr geben wird. Das ist so ein richtiger, ich kuschel mich ein Duft und ich liebe ihn einfach. Und falls ihr das nochmal seht bei euch, dann kauft es euch auf jeden Fall. Beziehungsweise riecht mal dran und ja, ich liebe es. Dann habe ich noch eine Beautiful Long One Minute Intensivkur von Balea aufgebraucht. Die benutze ich immer nach dem Färben und ich finde auch, die beschwert die Haare nicht so, weil ich liebe dieses Gefühl. Nach dem Haarefärben fühlen sich die Haare immer so leicht an, weil so irgendwie alles raus ist. Ich benutze ja immer vom Haarefärben tiefenreinigendes Shampoo und dann ist wirklich so alles raus und dann diese Spülung, diese Kur drauf. Die pflegt wunderbar, die macht die Haare schön seidig und glatt und beschwert sie auch nicht. Und ich habe einfach nach dem Haarefärben ein richtig tolles Haargefühl damit. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen.
Und dann kommen wir mal zum letzten Produkt für dieses Video. Es wird dann noch ein zweites irgendwann mal demnächst folgen. Ich werde jetzt gleich noch die restlichen Produkte abdrehen und ja, dann folgt mal noch ein zweites. Und zwar von Rival de Loup Mandeltraum 3 in 1 milde Reinigungstücher für feuchtigkeitsarme Haut. Und die waren echt grottig. Also die waren absolut zu trocken für mein Empfinden. Ich fand, das hat überhaupt nicht wirklich viel vom Gesicht runtergenommen. Zum Augenabschminken wollte ich die überhaupt nicht nehmen, weil sie mir da viel zu viel trocken war. Viel zu viel trocken. Das war echt gutes Deutsch jetzt, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Weil man hätte übelst rubbeln müssen am Auge und das wollte ich einfach nicht. Und ja, absolut keine Nachkaufempfehlung von mir, wobei das auch so eine Limited Edition war. Und ja. So, das war's dann mit dem ersten Teil meines Aufgebraucht-Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!